ist zur nächsten Auslöschung auf einem Bauernhof. Naja, die Orks werden auf einem Bauernhof ausgelöscht. Und da gucken wir mal schnell auf der Karte. Genau die Richtung stimmt. Und dann werden wir uns mal eben schnell hinbegeben. Und es dämmert auch wieder mal. Ne? Man sieht es hier oben am Himmel. Und der Dandolo ist wieder dabei. Ja, der Dandolo, der hinter mir läuft und läuft und mir folgt. Ja, es ist ja so, dass ich auch wieder schöne Kommentare bekommen habe und auch Meinungen, wie zum Beispiel von Vegan Bouldering oder Veganes Bouldern. Hier gibt es noch einen Blauflieder. Ja, das ist eine Sportart, die ist richtig cool, finde ich auch. Ich habe mir das mal angeguckt und da braucht man gute Krallen, also gute Hände und stramme Füße auch. Naja, und natürlich eine körperliche Condition, ist klar. Also Kondition, mein Gott, diese Anglizismen. Ja, der hat mir den Tipp gegeben, der Vegan Bouldering, so von wegen, ja, er spielt ja lieber ohne Dandolo, sonst würde der Spirit weggehen, also die Atmosphäre. Ja gut, okay, jedem das seine. Ich dachte, hier wäre noch ein Kräuterchen. Ja, irgendwo ist hier ein Hof, nachdem ich eine Brücke hier überqueren müsste. Ja, da ist er. So, Dandolo ist weg. Das ist gut. Nachdem ich das... Nee, der ist wieder da. Es wird auch verdammt nochmal wieder so dunkel. Nicht gut. Orks im Dunkeln zu bekämpfen ist meiner Meinung nach etwas schwieriger. Wo geht's denn dahin? Ja klar, Gefängniskolonie. Die haben wir eigentlich ziemlich viel ausgeräumt. Weggeräumt, die Lurker, die vergiften, nee, die Mutierten waren das, richtig. Ja. So, da sind schon die ersten. Speichern. So, jetzt machen wir mal einen Spirit. Und zwar greifen wir mal erstmal hier mal die Orks an. Und gucken. Okay. Schön. So, der Dandolo geht mal wieder hin. Ein Schlag und weg ist der Ork. Gut. Und wo ist seine Waffe? Seine Crush Agash. Okay, da haben wir noch zwei zu stehen. Also sichtbar. Und, weißt du was? Ich mach mal Folgendes. Dandolo, bleib mal kurz da. Boah, die Wasserfälle so voll gülden. Dann mache ich jetzt eine Markierung hin, indem ich die Fackel da mal... Nee. die Fackel mal hier hinlege. So, und mal den Ork anvisiere, den nächsten. Ich fertig, Mauer, genau richtig. Aber lass die Schafe in Ruhe, schon wieder ein links. Ein Dings, ein Schlag. Okay, der nächste. Ach, lass mal den mal brutzeln da hinten. Ja, okay, jetzt will ich auch mal was machen. Das ist ein Ork-Jäger. Okay. Schön. Läuft. Oh ja, speichern. Baumsäge. Gucken, wo noch hier welche sind. Ja. Und da fällt mir ein, wenn ich hier gucke, ob noch irgendwo welche sind. Da ist einer. Nein, nicht Dandolo killen. Sorry. Ja, unser Alan Defont hat gesagt, so von wegen, nein, hier wird auch keine Zwischenanzeige dargestellt, so von wegen, wie viel Orks übrig sind. Dafür sehen wir hier ein Kreuz. Und mit der Spitzhacke mal kurz spitz drauf einhacken. Und wir sehen einen goldenen Kelch. Schöner Kelch gefunden. Supi, klasse. Ja... Gibt es hier noch irgendwie außerhalb der Gebäude noch einen Ork? Also wie schon gesagt, es wird nicht angezeigt. Da sollte doch lieber mal der Spieler seinen Grips anstrengen. Das finde ich auch gut so. Und dann zu dem betreffenden Bauern. Ich weiß gar nicht, welcher Hof das hier ist. Na also, läuft. Ist das Beringer oder ist das Seekopfshof? So, gibt es noch jemanden drinne? Kuckuck. Sessel? Nö.
Hier ist nichts. Doppelbett, Hallöchen. Doppelbett, auch gut. Ist mir gar nicht aufgefallen im Originalspiel. Oder ist das jetzt ein Joke? Kann mir das an einer Spitze schreiben, ob es hier schon immer ein Doppelbett drin gab? Ich glaube, der ganze Hof war doch mal verkohlt. Jedenfalls ist das hier wieder nachts. Nachts habe ich keine Orientierung. Holzfäller-Axt, Holzfäller-Axt. Brauche eine Spaltaxt für einen Menschen. Das weiß ich noch, für diesen Handwerker da. Bei Thekla im Gasthaus. Ja, jetzt sind wir hier ein bisschen am Hakeln. Aber ansonsten sieht das hier doch pralle gut aus. Indem wir hier nichts finden mehr. Weiteres. Guck, guck. Straight ahead. Oh, mal speichern. Asche auf mein Haupt. Ich weiß nicht, wessen Hof das hier ist. Wie schon gesagt, Originalspiel ist zig Jahre her, dass ich das gespielt habe. Und ja, das machen wir irgendwann mal im Off. So wie es aussieht, haben wir keine weiteren Orks mehr zu befürchten. Da hinten ist jemand. Da hinten steht jemand, bestimmt ein Söldner. Ein Ork-Söldner sogar, okay. Wo ist denn jetzt die Fackel hin? Okay. Dann gucken wir mal, ob der aggressiv ist. Ja, er ist aggressiv. Und der ist gleich dabei mit irgendwelchen... mit irgendwelchen... Pfeilen. Feuerpfeilen. Gut, ich bin ein bisschen getroffen. Kann passieren. Muss aber nicht. So, gluck, gluck. Wo ist er? Da. Okay, soll erstmal reichen. Speichern. Was hat denn der Ork-Söldner hier zu tun? Wo ist dann Dolo? Ich gehe nochmal meine Fackel holen. Wir brauchen hier ein bisschen Licht. Na, komm. Da nämlich ein Ork-Söldner steht, muss es doch noch mehrere geben. Ach ja, mhm, okay. Gucken wir auf der Karte. Ah ja, mhm. Schöne Sache das. Wie schon gesagt, der David und die Dunkelheit und Orientierung, das passt nicht zusammen. Ja, ist leider so. Was ist hier so ein lustig Plateau, welches mir bekannt vorkommt? Und da sind Bauernkleider, Menschen. Ja, natürlich. Boah, nee, das sind ja die von der roten Laterne. Oh, alle Nummer. Wo sind jetzt aber die betreffenden Bauern, die zu diesem oberhalb gelegenen Hof gehören? Gut, okay, dann mache ich mal eben einen Jump und suche nochmal rum. Jo, hier gibt es mal wieder eine schöne Statue und da hinten steht wieder ein Ork-Söldner. Mal gucken, wenn ich mal bete, ich habe ja unheimlich viel Jolt jetzt. Hinaus, Dank für dein Gebet. Okay. Ja, komm vor. Ich habe einfach gespendet. Ja gut, Ork-Söldnerchen. Dann wollen wir dich mal... Ich glaube, dass es einer ist. Ja, Hallöchen. Ach, wieder mit... Was? Achso, du warst das. Gut, okay. Ah, der wegen Bouldering hat schon irgendwie recht. Das ist doch ein bisschen... Das nimmt so den Thrill irgendwie, wenn ich mit Bandolo unterwegs bin. Hehe. Ja, ich bin immer noch hier auf dem Plateau und suche noch immer nach den flüchtigen Bauern. Ja, dann jump ich mal weiter. Dandolo hat mir gerade was ins Ohr geflüstert und meinte, und das, da gebe ich ihm recht, wir befinden uns auf dem Weidenplateau. Und da schließlich auf dem Weidenplateau Bengas Hof ist... und Benga sich noch auf Onas Hof befindet mit seinen Leuten, müssen wir da also hin. Also, dann werden wir dich mal wegschießen, hätte ich beinahe gesagt. Mal wieder umziehen hier, Bootsmannrüstung und dann Dolo erzählen. Komm, weißt du was, warte auf mich. Warte auf mich.
Ich gehe jetzt. Gut. Ja, wo denn? Wir gehen zum auf Onas Hof. Warte auf mich. Na, genau, richtig. Dann läuft er mal zu Onas Hof und ich gucke mal, dass ich auch dahin komme. Leuchtturm, nein, Pyramide. Onas Hof. Gut. Und währenddessen könnten wir eigentlich mal kurz mal André befragen, ob er was Neues für uns hat oder ob ich was Neues für ihn überbringen kann an Nachrichten. Nein, noch nicht. Dann melde ich mich wieder, wenn ich Benga gefunden habe. Ein neuer Morgen und nichts hat sich geändert. Und da hinten ist Benga. Dürfte Benga sein. Da ist er auch schon. Dein Hof ist wieder frei. Ich konnte die Orks darauf beseitigen. Innos sei Dank, das ist eine gute Nachricht. Wer weiß, was sie noch mit dem Hof gemacht hätten. Sicherheitshalber bleibe ich aber mit meinen Leuten noch hier. Man kann ja nie wissen, ob noch ein paar Orks vorbeikommen. Okay, danke dir, Benga. Speichern. Düb-di-düb-di-düb. Dann fehlt nur noch unseren Lobart, ne? Also, Moment mal. Orks auf Bauernhöfen, klar. Auf Sekob, ja. Sekobs Hof. Dann auf zu Sekobs Hof. Nehme ich ihn mit? Oder nehme ich ihn nicht mit? Das ist hier die große Frage, diesen Dandolo hier. Ja, kurzer Übergang eben. Abgespeichert. Ja, jetzt Sekobs Hof, ne? Da müssen wir mal kurz gucken. Dandolo. Ach, ich glaube, ich lasse ihn mal hier. Ja, ich will das doch auch mal jetzt mal versuchen. Ja, wo ist denn jetzt Sekob? Soweit es mir deucht, ist er eigentlich am Lurkersee in der Höhle. Wie komme ich da jetzt am besten hin? Fragezeichen. Wenn ich da runtergehe, dann falle ich den Orks in die Hände. Wo könnten wir denn hin? Was ist da in der Nähe? Lurkersee ist da. Ja, okay. Ich weiß schon wie. Ja, ich blende mich wieder ein, wenn ich die Leute da gefunden habe, ne? So machen wir es. Ja, ich bin jetzt hier in einem Wald, ich glaube in der Nähe von Sagitta natürlich. Und ich sehe da hinten einen Schattenläufer. Und dann werde ich jetzt mal eine bessere Rüstung anziehen und ich werde es mal einfach mal wagen. Wegen des Spirits. Wo ist denn der Schattenläufer jetzt? Da ist er. Darf ich nicht. Okay, hinten sind auch noch Wölfe. Ganz viele. Ah, nee, das sind keine Wölfe. Das sind halt eben diese Feldräubertjes. Schattenläufer, komm. Make my day. Oh, war ja, nee, mit dieser Lanze. Obwohl. Oh, 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 oh. Ein bisschen hier in die Flucht gehen oder auch nicht. Jo, also ich kann immer noch nicht so viel ausrichten, aber ich habe mir was überlegt. Mal gucken, ob das funktioniert. Und zwar mit Eisblock ihn erstmal eine Runde gefriertrocknen. Oh Gott, da sind ja noch andere Peoples da. Die können mich ablenken. Aber ich habe eine gute... Ja, da ist er. Okay. Okay, und schnell die Waffe ziehen. Vielleicht kann ich ja ihn hier mal ein bisschen aus dem Eisblock heraus töten. Ja, das könnte klappen. Hau ihn auf den Eisblock. Los! Oh, ja! Und klappt's. Wissen wir alle nicht. Er hat noch ein paar Sachen. Na, na. Wieso klettert denn der jetzt den Baum hoch? Gerade mal geschafft. Ich wusste gar nicht, dass die Schattenläufer auch im Baum rückwärts hochklettern können. Ach ja, das macht ja Spaß. Okidoki. Und eine Runde speichern. Und machen wir die anderen Leutchen auch nochmal hier platt. Blutfliegen und so. Ja, richtig.
Dieses Areal habe ich noch nicht gereinigt. Von Goblins. Und ich habe noch nichts gegessen. Das auf nüchternen Magen. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Hier bin ich nicht. Bin ich doch. Mhm. Feuernesselchen. Heilkraut. Noch ein Heilkraut. Und ein paar Gräberches kennen wir schon, ne? Ne, kennen wir noch nicht. Was, wie war das jetzt? Weg Nummer Sohn? Erst der Phönix stoppte ihn. Hier war ich doch noch gar nicht. Wieder einen unbekannten Bereich entdeckt. Mhm. Kronstöckel. Okay, ein bisschen Flavor-Grab-Text hier. Und, geht sonst noch so? Gibt's sonst noch irgendwas hier rumzuliegen? Oh, kann durch den Dampf hier nichts sehen. Nee, da war nichts mehr. Also mit Sagitta habe ich mich jetzt völlig vertan, völlig verhauen. Gut, okay, hier sind die Orks. Jawohl, hier ist der Lecker-Lörker-See und hier müsste irgendwo eine Höhle sein. Irgendwie rechter Hand, ist die hier das? Ja, da sind sie. Ah ja, das mit dem Bagge. Richtig. Hallo Bagge. Hast du endlich mal was gebacken? Genau, hier rechts rum. Gut, okay. Da sind noch ein paar Peoples. Wie zum Beispiel Bronco, Vega und Sekop. Da ist er. Ich habe ihn schon Bescheid gegeben. Bin ich aber ein bisschen dull. Orks auf Sekops Hof. Da steht es. Die Orks haben Sekops Besitz besetzt. Sekop will, dass ich sie vertreibe. So, und wenn ich hier noch nicht sehe, so von wegen hier, ich habe deine Orks vertrieben, dann sind wohl noch welche da. Superklasse, blöd. Sekops Hof ist ja noch voller Orks, ist mir ja gerade eben eingefallen, aufgefallen, wenn ich mir das hier so ansehe, auf der Karte. Das heißt, oh sorry, ich habe nur eingeladen. Ich muss mal kurz rumrendern. So, jetzt ist wieder gut. Das heißt, ich brauche den Dings wieder, den Dandolo. Den Dandolo. Ist ja logisch, ich muss da hinten die Orks noch finden, die da auf dem Hof da hinten sind. Also wenn ich jetzt hier mal so einen Hechtsprung mache, denn das ist ja Sekops Hof. Hier, das. Ahahaha. Soll ich die jetzt einzeln platt machen oder was? Oder wie? Soll ich das mal versuchen? Wegen des Spirits? Wegen der Atmosphäre? Ich könnte es versuchen. Na, schauen wir mal. Das ohne Dandolo. Ja, nicht in Himmel himmeln. Waffe ziehen. Vielleicht schaffe ich ja irgendwie. Das sind gleich 3 Stück. 4 Stück. Kommen die denn alle auf einen zu? Oh, da ist einer. Gucken, vielleicht ist der hier mal irgendwie alleine unterwegs. Na, Mora? Mora Hasser? Okay, diesmal sagt er nichts.
Ah, könnte eventuell klappen. Ah, ich versuche auszuweichen. Es klappt aber nicht so ganz. Ja, okay. Den haben wir jetzt. Speichern. Und weitermachen. Soll ich was essen? Ja, sicherheitshalber. Nachher wird es irgendwie so hart auf hart. Und dann liegt es nur noch irgendwie daran, dass ich ein paar Lebenspunkte zu wenig habe. So. Okay. Oh je, oh je, oh je. Okay, da hinten steht einer am Vorratsbereich. Das könnte ein Baumstamm sein, den man zersägen kann. Ja. Die sind mir zu dicht. Die sind mir viel zu dicht aufeinander. Ja, Roland muss das jetzt mal alleine schaffen. Roland, mach mal alleine was. Guck, guck. Könnte man da so in den Arsch kloppen hier? Mal gucken. Ich, ja, da ist er schon. Fertig, Mora. Ja, okay. Dann gehen wir mal hier um die Ecke. Aber du sollst auch mal was machen. Nee. Wieso sind die so gut? Dämlicher Mora. Verstehe ich nicht. Ich mache ja null Schaden. Dann müssen wir eine andere Taktik nehmen. Und zwar mit dem fallen Bogen. Wir nehmen den Giftpfeil, den Feuerpfeil, den Schmetterpfeil. Jetzt habe ich natürlich nicht geguckt, wie viele Schmetterpfeile ich habe. Die wären ja dann hier. Moment mal, was haben wir? Feuerpfeil, Pfeil, Bolzen, Giftpfeil. 14 Schmetterpfeile. Gewagt, gewagt. Aber wer nicht gewagt, gewinnt nichts. So. Komme ich hier hoch? Nee, das wäre jetzt echt blöd. Kann hier nicht aufs Häusle klettern. Ich mach dich. Oh, da ist ja schon gleich einer. Nicht das Schaf. Oh. Oh, 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 oh. Okay, das hat mal was, ein bisschen was gebracht, ne? Ich habe mir gerade im Kampf überlegt, ob ich doch noch zur Dings wechsle, zum komischen Degen, aber wo bin ich denn jetzt hier? Dann lieber doch nicht. Ja, ich will das jetzt mal alleine durchziehen. Komm, ess was, speicher was. So, frisch eingeladen und... Hilfe, kommt da gleich schon einer um hier. Du sollst nicht mit mir Tango tanzen. Der Krieger ist auch nicht schön. Ah, der Scheiße. Wow, okay. So zerbröselt der Orkskeg nun mal. Lass mal was essen. Oder was trinken. Oder was rauchen. Ich rauche ja nicht. So, komm. Ich glaube, nach meiner Rechnung sind es nur noch zwei. Und bei denen da hinten werde ich wohl keine Chance haben. Weil die liegen mir ein bisschen zu dicht. Ah, da liegen noch Holzscheiben. Siehst du, werden beide gleich aktiviert. Die machen mich fertig, das weiß ich. Also, gucken wir mal, ob wir sie nicht ein bisschen verwirren können. Verwirren wir sie mal. Okay, einer ist da. Okay, ist auch nur ein Orkjäger. Blockt. Wow. Jetzt, wo ist der andere? Ah, ich hätte wieder alt. Ich weiß. Alt. Erstmal wieder was essen, trinken. Okay. Oh, wollte speichern. Da ist er. Ich habe nicht gespeichert, Leute. Das ist riskant, ist das. Okay. Ja. Du dämlicher Ork. Hast noch nicht mal Gold dabei.
Oh, jetzt aber speichern. Jawohl, da hinten sind auch noch welche. Aber sind das die von dem Seekorb hier? Weiß ich jetzt nicht. Am besten, ich hole nochmal hier ein bisschen die Holzscheiben. Holzstumpf, Holzfäller, Axt. Achso, kann ich nicht aufheben. Ja, sind die das? Erstes werde ich mal hier ein bisschen ausräumen, falls es was auszuräumen gibt. Irgendwie hier auf den Strohballen. Nee, sonst hätte sich das schon hier bemerkbar gemacht. Hier in der Ecke irgendwas. Null. Komma Periode. Null. So, in diesem Haus noch was. Ein Herd. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Da bräuchte ich einen Schlüssel. Aha, ein Sack mit Gemüse. Gemüse. Ah ja, okay, ein bisschen knacken. Aha, okay. Aha. Oh, was eine Kombination. Also nochmal. Ja, endlich. Oh, das für 20 Gold. Dann holen wir uns mal die Sachen mal ganz schnell hier rein. Jo. Und ansonsten bin ich mir nicht sicher. Also die habe ich ja alle schon gelootet. Da ist nicht zu holen. Weiß ich jetzt nicht, ob die da auf dem Feld auch noch zu Seekorb gehören. Das können wir ganz einfach feststellen, indem wir mal wieder Richtung die Höhle gehen. Zu der Höhle, die Höhle. Ja, ich weiß, ich bin nicht so ein bisschen deutsch, bin ich nicht so ein bisschen, ne? Ja, ich bin nicht ungefähr halber Niederländer. Ja, das ist so. Meine Mutter ist Niederländerin, mein Vater ist Deutscher. Deswegen der Nachname Van Scouten ist ein bisschen abgewandelt, wird normalerweise mit SCH geschrieben. Bin ich jetzt zu weit gelatscht oder was? Aber das kann keiner aussprechen. Das hört sich dann an wie eine Halskrankheit. Also Schrauten, ne? Wie schon gesagt, habe ich einfach das Haar weggelassen. Jawohl, jetzt gucken wir mal, ob der Seekorb sagt, jo, dann ist gut. Seekorb. Ja, ja, ja. Ach, sehr schön. Die Orks sind weg. Ich wusste doch, dass man sich auf die Männer des Königs verlassen kann. Gehst du jetzt zu deinem Haus zurück? Bist du verrückt? Solange die Orks hier umherstreifen, werde ich erstmal hier bleiben. Nicht so schnell? Wieso nicht so schnell? Nicht so schnell. Wie sieht es mit einer Belohnung aus? Ach so. Belohnung? Tut mir leid, aber ich bin ein armer Mann und... Erzähl nicht solche Geschichten. Ich weiß genau, dass du nicht so arm bist, wie du vorgibst. Also, entweder gibst du mir jetzt etwas freiwillig oder... Schon gut. Alles, was ich tun kann, ist dir ein wenig Gold geben und dich bitten, mich zu verschonen. Gut. Dann her damit. Hier. Aber Roland, wieso, seit wann bist du so frech? Noch was? Irgendetwas in der Zwischenzeit passiert? Irgendwas in der Zwischenzeit passiert? Nein, nichts, was du nicht auch schon wüsstest. Okay, das kennen wir ja. Okay, es wäre schwierig. Nee, wollen wir nicht. Wir haben ein bisschen Gold gekriegt. Dann gucken wir mal ins Logbuch. Erfüllte Mission. Wir haben die Orks auf Lobat, auf Bengas, auf Arkils und auf Seekorbshof erledigt. Gucken wir in aktuelle Mission, Orks auf den Bauernhöfen. Erinnern wir uns, sollte ich außerdem Erfahrung, ob Bewohner noch am Leben sind. Die sind ja alle am Leben. Ich muss aber noch jemanden Bescheid sagen. Entweder André oder, Moment mal, bevor Umland gesäubert, als erstes, genau. Muss ich das jetzt laut André beschrichten oder wieder was oder was oder wie? Da stand doch mal was. Ach, ich werde einfach mal mich dahin beamen. Also, Leuchtturm, alte Pyramide, Milizlager, Onas Hof. Mal gucken wir mal, ob unser André dann was zu sagen hat. Wir müssen Präsenz zeigen, also ja. Geh und hol deine Rüstung. Hä? Ach so.
Nee, ich muss mich umziehen. Lord André hat auch was zu faseln, an meinen Klamotten auszusetzen. Ja, da ist es doch gut. Die kleineren Bauernhöfe sind frei. Ich habe sie von den Orks gesäubert. Bei Innos, ist das wirklich wahr? Ich rate dir, mich nicht zu belügen, sonst... Was hätte ich davon, wenn ich euch belüge? Es ist so, wie ich sage. Dann hat uns Innos durch dich einen kühnen und starken Kämpfer geschickt. Langsam beginne ich wieder Hoffnung zu schöpfen. Für deinen tapferen Einsatz hast du eine Belohnung verdient. Hier, nimm dieses Gold von mir. Wie viel ist das? Die Höfe sind frei. Was kann man als nächstes tun? Am besten wäre es jetzt natürlich, wenn man die Belagerung von Onas Hof beenden könnte. Aber da die Runenmagie zerstört wurde, ist daran nicht zu denken. Obwohl... Ja, habt ihr eine Idee, Lord André? Vielleicht wäre ein Angriff auf die Orks erfolgreich, wenn wir über genug Spruchrollen verfügen würden. Geh zum Kloster und sprich mit Pyrokar. Er muss uns helfen. Wir brauchen alle Spruchrollen, die er entbehren kann. Gut, ich mach mich dann gleich auf den Weg. Ich danke dir. Doch halt, wie sollst du nur ins Kloster kommen? Da die Orks das Kloster belagern, hat man das Tor verschlossen. Wie sollst du nur ohne Schlüssel hineinkommen? Hat denn niemand einen Schlüssel? Nur die Feuermagier und einige ausgewählte Novizen bekommen einen Schlüssel vom Kloster. Oh. Die befinden sich alle im Kloster. Aber Moment mal, da fällt mir ein, dass Daron es wohl nicht mehr ins Kloster geschafft haben wird. Du musst ihn unbedingt finden. Ohne ihn wirst du sonst nie ins Kloster kommen. Wo wird sich Daron wohl aufhalten? Genau kann ich dir das natürlich auch nicht sagen. Doch vermute ich, dass er mit den anderen Flüchtlingen nach Norden geflohen ist. Er vermutet es. Ich habe doch Daron auch mal gefunden in einer meiner letzten Folgen. Oh. What nu? Abspeichern. Ja, ich habe noch mal nachgeguckt wegen der Schlüssel, ob ich denn irgendwelche Schlüssel in meinem Inventar habe vom Kloster schon vorher, aber habe ich leider nicht. Dann gehen wir mal runter und zwar erstmal wieder mal zu unserem Dandolo-Freund. Ja, hahaha, das wird lustig. Der Daron befindet sich im Norden. Ich weiß, ich habe ihn schon mal in einer meiner Folgen gesehen. Und zwar, ich glaube, irgendwo an so einer Wand. An so einem kleinen Kreis oder so. Ich glaube ja. Also, nachdem ich hier mit unserem Dandolo mich mal wieder auf den Weg mache. Ach so, ja, okay. Komm mit. Auf geht's. Verabschiede ich mich für diese Folge und wünsche euch einen schönen Tag. Und ihr wisst Bescheid, einen Daumen und einen Kommentar. Und dann geht's beim nächsten Mal wieder weiter. Macht's gut. Tschüss.